Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. In meinem heutigen Dienstags-Do-It-Yourself-Video möchte ich euch diese Rounded Corner Box hier zeigen, wie man die bastelt. Von oben sieht die so aus. Ich fand die Form irgendwie extra cool. Also mal wieder ein bisschen was anderes. Zum Öffnen funktioniert sie folgendermaßen. Sind lauter so kleine Laschen übereinander gefädelt. Und ja, ich will jetzt nicht richtig ausfädeln. Dann muss ich das wieder reingeben. Aber ja, er, glaube ich, versteht, wie das Konzept ist. Ihr seht es dann auch später nochmal beim Zusammensetzen. Und ja, eine relativ geräumige Box, da sie von der Höhe her 8,5 cm und von der Breite 7 cm hat. Also 7 mal 7 quadratischer Boden. Und ja, starten wir einfach gleich los. Und zwar, wir brauchen ein Stück grundweißen Farbkarton. Den habe ich zugeschnitten. Und zwar eigentlich nicht viel geschnitten. Die Breite von 21 cm bleibt und bei der Länge habe ich etwas gekürzt und zwar auf 29 cm. An der langen Seite wird nun gefalzt und zwar einmal bei 7 cm. Dann bei 14 cm, bei 21 cm und noch bei 28 cm. Was heißt, es bleibt eine 1 cm Klebelasche am Rand rechts. Dann drehen wir das Stück und zwar so, dass die Klebelasche oben ist und legen das Stück einmal hier links bei 2 cm an. Normalerweise macht man das eher rechts, aber ich will jetzt nicht fünfmal herumdrehen. Also bei 2 cm an der kurzen Seite falzen und bei 14 cm. So, dann klappen wir nochmal das Lineal hier jetzt aus. Denn jetzt drehen wir diesen 2 cm Abschnitt nach oben. Und jetzt wollen wir jeweils hier in der Mitte einen 2 cm Abschnitt einschneiden. Das heißt übersetzt, dass wir hier jetzt bei 2,5 cm anlegen und es wird geschnitten und zwar von der Falzlinie nach oben bei 2,5 cm. Also seht ihr, hier ist die Falzlinie und da schneide ich nach oben. Auch dasselbe bei 4,5 cm, dann weiter schieben auf 9,5 cm, 11,5 cm, 16,5 cm, 18,5 cm dann 23,5 cm und last but not least 25,5 cm. So, das Schneidbrett können wir jetzt zur Seite geben.
außer er wollte die restlichen Schnitte auch noch lieber mit dem Schneidbrett machen. Das ginge zum Teil sogar noch. Da bin ich nicht ganz zur Falzlinie gekommen, aber das könnt ihr nachkorrigieren. Also lieber zu kurz als zu lang schneiden, ist immer mein Motto hier. Und genau, also als allererstes, diese fangen wir mit der Klebelasche diese an. Diese 1 cm Lasche hier am unteren Bereich, also dort, was unser Boden wird, bei diesen Quadraten sozusagen daneben, die schneiden wir einmal ganz weg. Beim großen mittleren Bereich schrägen wir die Klebelasche an. Und hier können wir schon mal den ersten Abschnitt hier entlang der Falzlinie, die bei 2 cm gefalzt wurde, wegschneiden. Dann haben wir ein 2x2 cm Stück. Das klappen wir einmal nach hinten. Und dann schneiden wir weiter entlang der Falzlinie. Und zwar über eine Querfalz drüber bis zum nächsten Schnitt. Somit wird hier ein ganzer Abschnitt wieder rausgeschnitten. Dann eben, ich korrigiere hier nochmal und schneide ganz bis zur Falzlinie. Das nächste 2x2 cm Stück wieder wegklappen und wieder entlang schneiden bis hier zum nächsten Schnitt. Auch das fällt wieder weg. Und ja, so geht das jetzt weiter. Ein Abschnitt zwischen diesen Laschen, die wir dran lassen, haben wir noch. Insgesamt lassen wir also auf allen vier Seiten genau in der Mitte eine Lasche mit 2x2 cm stehen. Alles andere hier entlang können wir einfach wegschneiden. So sieht das jetzt mal aus. Dann schneiden wir uns auch noch gleich den Boden zurecht. Und zwar haben wir hier eben diese quadratischen Abschnitte. Ihr seht das, ja, es sind 4 quadratische Abschnitte neben der Klebelasche, die wir ja schon weggeschnitten haben. Wir schneiden also hier einfach bei allen 4 Abschnitten einmal die Falzlinie bis zur Querfalz nach oben. Also eigentlich genau 3 Falzlinien sind das. So, und dann, wir haben hier die Klebelasche. Dieses Stück lassen wir ganz. Das nächste Stück, wir können das erste hier nach hinten klappen. Das nächste kürzen wir circa auf die Hälfte. Circa, ist nicht ganz genau. Und dann schrägen wir hier noch von den Seiten an. Dann das nächste lassen wir wieder ganz, klappen wir nach hinten, damit wir uns leichter tun. Und das letzte hier genauso einmal halbieren und anschrägen. Das muss nicht schön aussehen. Da könnt ihr einfach quick and dirty wegschneiden. Dann mache ich normalerweise nie, aber hier ist es eigentlich relativ egal. Wir drehen auf die Rückseite. Nehmen uns einen Bleistift und ein Lineal. Und also es geht darum, dass wir hier in diesen Quadraten jeweils genau die Mitte treffen. Und das geht am einfachsten, indem wir uns einfach Bleistiftlinien von den diagonal gegenüberliegenden Ecken jeweils ziehen. Denn wenn wir das machen, haben wir einen Schnittpunkt und das ist genau die Mitte. Und das machen wir
nun wiederum bei allen vier Stücken. Dann nehmen wir uns ein kleines Lochwerkzeug und stanzen hier genau in der Mitte jeweils eben beim Kreuzungspunkt ein Loch. Das sollte wirklich halbwegs genau eben in der Mitte sein, deshalb habe ich es mir auch angezeichnet. Es ist eh so auch noch schwierig, genau die Mitte zu treffen, selbst wenn man es angezeichnet hat. Aber ansonsten hat man irgendwie, oder ich schaff's zumindest nicht. Und die liegen ja dann später genau aufeinander und kommen aber von unterschiedlichen Seiten, daher sollte das schon halbwegs genau sein. So, dann radiere ich bestmöglich die Bleistiftlinien weg. Es ist nicht schlimm, wenn was übrig bleibt, denn eben das ist die Innenseite dieser Laschen, die übereinander dann liegen. Es ist egal, wenn da ein bisschen ein Rest von einer Bleistiftlinie bleibt. Das wird man nicht mehr sehen. Okay. So, weiter geht's. Ich hole mir jetzt einmal die Silikonmatte als Unterlage. Und zwar braucht ihr einfach irgendeine weiche Unterlage, damit ihr besser Falzlinien ziehen könnt und die auch wirklich gut und tief sind, weil sonst wird das Ganze einfach nicht richtig funktionieren, wenn die Falzlinien nicht wirklich gut und schön gefalzt sind. Und dann habe ich hier einen Kreis aus den lagenweisen Kreisen. Der hat einen Durchmesser von ca. 5,5 cm. Und den nehme ich jetzt. Und ich nehme jetzt die ersten beiden Laschen und lege den Kreis nun so an, dass ich die beiden Ecken hier im oberen Drittel sozusagen anliegen habe. Und dann nehme ich mir eben den Falzstift und halte hier gut an und falze hier an der Innenseite schön niederdrücken. Einmal entlang. Zieht das Ganze vielleicht sogar ein paar Mal nach. Die Falzlinie darf wirklich schön tief sein. Seht ihr das? So sieht das dann fertig aus. Dann schiebe ich das Stück weiter und wiederhole es. Und dann noch bei diesem letzten Abschnitt zwischen den beiden Falzlinien genauso. Also das Ganze dreimal. So sieht das Stück jetzt aus. Jetzt haben wir noch zwei Eckstücke. Und ich habe mir da einfach überlegt, das Einfachste ist, ich messe mir aus. Das sind jetzt vom oberen Rand 3,5 cm. Und ich mache mir hier an der Falzlinie zur Klebelasche bei 3,5 cm eine Markierung. Und genauso hier am linken Rand bei 3,5 cm eine Markierung. Und dann gehe ich her und lege diesen Kreis wieder so an, dass der Punkt hier so innerhalb meines Kreisrandes ist und hier auch die Ecke wieder anliegt. Dann passt die Position und es ist, als würde ich den Kreis ganz ziehen und hier über die Klebelasche bitte auch mit drüber falzen. Seht ihr, dann sind die Kreise hier von
der Tiefe alle gleich und der Breite. Und dann noch hier dieses Ende. Gut, dann sind wir mit unserer Falzarbeit fertig. Dann falten wir mal kurz, und zwar hier eben die Bodenlaschen nach hinten und einmal diese ganzen Linien an der Klebelasche, die Falzlinien, und zwischen den Abschnitten. Und zwar falte ich die jetzt in beide Richtungen alle. Dann tue ich mich gleich später leichter beim Zusammensetzen des Ganzen. Ihr werdet gleich sehen, warum. So. Und dann gehe ich her und drücke entlang dieser Falzlinien hier so nach unten. Und ihr seht, das ging jetzt super gut, einfach weil ich mit der Silikonmatte drunter gearbeitet habe und daher die Falzlinie auch schön tief war. Würde ich hier einfach auf einem normalen Schreibtisch arbeiten, dann würde das nicht so gut funktionieren. Und ihr seht hier jetzt auch, warum wir in beide Richtungen gefalzt haben oder gefalten haben. Und zwar hier der Kante geht in die eine Richtung, wird in die eine Richtung gefalten. Und hier muss aber im oberen Abschnitt diese Falzlinie nach innen gehen. Und deshalb haben wir gerade eben diese geraden Falzlinien in beide Richtungen gefalten. So, die restlichen runden Falzlinien biegen wir eben jetzt genauso. Hier einmal schön alle nach. So. Dann sind wir soweit mal mit den Vorbereitungen hier fertig. Als nächstes machen wir gleich noch die Designerpapierverzierung drauf. Dafür habe ich jetzt einmal zugeschnitten 4 Stück Farbkarton in Lindgrün mit den Maßen 6,5 x 8 cm und dazu passend 4 Stücke aus dem Designerpapier Schöner Tag, die sind auch lindgrün, mit den Maßen 6 x 7,5 cm. Und jetzt gehen wir einfach her und kleben auf jedes dieser Farbkartonstücke eins der Designerpapierstücke mittig auf. So, wenn wir das mit allen 4 Stücken gemacht haben, holen wir uns wieder unseren grundweißen Farbkarton und kleben diese Farbkartonstücke mit dem Designerpapier drauf auf unsere Seitenteile. Das heißt, ich positioniere es mir zwischen diesen runden unteren Enden und den Falzlinien hier seitlich und unten genauso drauf. Und das wieder eben mit allen 4 Stücken. Nun ist es endlich soweit, wir können die Box zusammensetzen. Dafür gehe ich jetzt einmal her und gebe auf die Klebelasche hier Flüssigkleber, möglichst bis zum oberen Rand. Der obere Rand ist besonders wichtig und ich habe hier einen Abschnitt mit der Klebelasche hier umgeknickt und knicke den gegenüberliegenden Abschnitt hier vom anderen Farbkartonende hier dazu. Und dann kann ich noch etwas ausrichten und habe die Box hier, die Seitenteile schon mal zusammengeklebt. So.
Hier ist also meine Klebekante, das heißt, diese ganze Lasche wird meine Rückseite. Und ich habe hier jetzt zwei kleine halbe Laschen, da gebe ich Kleber drauf. Ich glaube, mein Kleber wird bald leer, aber ich brauche nicht mehr viel. Dann setze ich von hinten das Farbkartonstück drüber. Dann kann ich das Ganze auch schon ausrichten, dass es hier, ich war nicht ganz im Bild, okay, schön gerade mit den Seiten abschließt. Und dann gebe ich hier nochmal Flüssigkleber drauf und gebe die Lasche, die dann von unserer Vorderseite kommt, einmal hier dazu. Dann kann ich hier mit dem Halsbeil noch von innen ein bisschen drauf drücken, damit diese halben Laschen hier nach unten gedrückt werden und auch wirklich gut halten. Und ja, ich habe den Boden der Box somit zusammengesetzt. Dann nehme ich das Band, und zwar Saumband in Lindgrün heißt das. Und da schneide ich mir einfach so. Es muss kein extra großes, langes Stück sein. Ich würde jetzt mal schätzen, das sind so 15 cm Pi mal Daumen. Und das lege ich in der Mitte zusammen und dann versuche ich hier mal so einen Knoten zu machen. Ich bin bei solchen Sachen immer so wahnsinnig geschickt. Okay, so. Dann schiebe ich den Knoten auch eher ans untere Ende. Aber so, dass wir die unteren Stücke hier nicht ganz abhanden kommen. Also die Enden muss ich noch haben und ziehe so einen Knoten. Also ich habe jetzt so eine halb große, die hat wahrscheinlich so circa 3 cm, wenn sie zusammengelegt ist, diese Schlaufe. Gut, ich habe mir ja eben gerade die Vorderseite zu mir gesucht, also ich erkenne jetzt die Rückseite, weil an der Vorderseite die schöne Kante ist und an der Rückseite eben vom Boden die nicht so schöne Kante. Und ich gehe jetzt einfach als erstes her und fädle einmal von innen dieses Band durch dieses Quadrat, durch das Loch der Lasche der Rückseite. Dann nehme ich mir eine der beiden Seiten, es ist egal welche. Und übrigens, wie ihr seht, ich nehme hier den Faltstift als Hilfe zum Durchfädeln. Hat jetzt gerade nicht geholfen. Nee. Aber das geht eigentlich ganz gut. Damit drücke ich es hier einmal durch, habe es dann in der Hand und kann dann schön zusammenziehen. So, und jetzt muss ich hier dabei auch noch nach innen drücken. Seht ihr? Jetzt kommt meine gefalzte Rundung. Ah, ich habe es wieder ausgelassen. Vielleicht noch einmal kurz bevor ihr durchfädelt nachbiegen. Ich glaube, das schadet jetzt an der Stelle nochmal nicht. Damit hier auch wirklich die Falzlinien scharf sind. Okay, so. Noch einmal hier durchfädeln. Das Durchfädeln ist so der kniffligste Teil an der Schachtel, vor allem weil man eben dabei aufpassen muss, dass auch schon die Stücke nach innen gebogen werden. So, sonst geht sich das nicht aus. Dann das gegenüber das Stück, also das zweite Seitenstück sozusagen, auch durchfädeln. Das ging jetzt eigentlich schon wieder relativ einfach im Vergleich. Und als letztes das Quadrat
der Vorderseite hier durchfädeln. Und dann kann man das Ganze hier mit dem Band zusammenziehen und noch etwas in Form drücken. Und die Box hat ihre gewünschte Form. Da die Laschen hier jetzt oben nicht sonderlich schön aussehen, habe ich ausgestanzt einen lindgrünen Weltenkreis mit dieser Kreisstanze. Die stammt auch aus den lagenweisen Kreisen. Die hat, wenn ich mich richtig erinnere, circa einen Durchmesser von 3 cm. Ja, genau, 3 cm. Dieser Kreis. Und ja, hier versuche ich jetzt auch mal hinten die Mitte anzuzeichnen, also bei 1,5 cm. Und ich messe zur Vorsicht noch in die Gegenrichtung nach, ob es auch hier. Ja, das ist schön die Mitte, habe ich gleich getroffen. Sehr schön. Und auch hier nehme ich dann die Lochstanze und stanze in der Mitte ein Loch. So. Und dann gehe ich her und gebe Flüssigkleber hier auf mein oberstes Quadrat. Und nehme dann den Kreis und fädle ihn hier einmal durch. Oh, wo habe ich wieder meinen Faltstift? Ja, da geht es einfach wirklich gleich viel leichter. Und dann drücke ich das einfach hier so an, somit wird das automatisch auf die oberste Lasche angeklebt. Dann kann ich es auch zum Öffnen verwenden. Und ja, das verdeckt mir so die Laschen, die von oben nicht so wunderschön aussehen. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch etwas Verzierarbeit zu machen. Und da habe ich mir eben aus dem zum Designerpapier passenden Produktpaket, also schöne Gedanken heißt das, einmal hier den Spruch ganz liebe Grüße ausgesucht. Den wollen wir gleich aufstempeln. Und ich habe ein paar Sachen vorgestanzt. Und zwar beim Produktpaket ist einmal hier dieses Halbkreisetikett. Das habe ich ausgestanzt und zwar einmal in Linkgrün und einmal in Grundweiß. Außerdem gibt es diese größere Blätterstanze hier. Die habe ich einmal in Grundweiß ausgestanzt und eine etwas kleinere, die ich in Fräsien Lila, um hier noch etwas Farbkontrast reinzubringen, ausgestanzt habe. Gut, und um das Farbkonzept hier noch zu vervollständigen, nochmal das Stempelkissen auch in Fräsien Lila und mit diesem Stempelkissen stemple ich jetzt auf mein grundweißes Etikett so gut als möglich mittig mein Spruch ganz liebe Grüße. Dann nehme ich das Etikett in Lindgrün und gebe hier Flüssigkleber auf den unteren Bereich. Also nicht ganz bis zum Rand rauf, sondern lasst ein paar Millimeter Abstand. Und da klebt ihr dann eben auch mit ein paar Millimeter Abstand dieses grundweiße Etikett mit dem Spruch drauf. Richtet es gerade aus, macht dann so einen süßen Rand, finde ich. Und dann holen wir uns zwei Glue Dots. Und zwar einmal nehmen wir das große grundweiße Blatt, geben hier auf den Stängel auf der Vorderseite ein Glue Dot drauf und positionieren uns das Blatt hier
dann mit Hilfe des Glue-Dots hinter unserem Etikett. Das Etikett ist also gleichzeitig so eine Art Blumentopf. Und dasselbe, den Glue-Dot also auf die Vorderseite des Fräschen-Lila-Blattes und hier das Fräschen-Lila-Blatt noch so leicht überschneidend dazu kleben. So sieht das dann aus. Ich gebe dann gleich mal die Stanzen zur Seite. Dann holen wir uns last but not least ein paar Dimensionals, Mini-Dimensionals. Und damit kleben wir nun auf die Vorderseite unserer Schachtel, auf das Designerpapier, unsere Verzierung, unser Etikett mit den Blättern hier auf. Ja, und das war's auch schon. Unsere Rounded Corner Box ist fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt viel Spaß beim Nachbasteln. Wie immer findet ihr die verwendeten Produkte und auch nochmal die Maße zum Nachlesen auf meinem Blog www.stempel.at. Der Link zum Blogbeitrag, also wo ihr wirklich die Details findet, ist unten in der Beschreibung. Und in meinem Blogbeitrag findet ihr auch noch ein paar weitere Links. Und zwar gibt es gerade ein paar Aktionen von Stampin' Up. Es gibt jetzt immer die Aktion der Woche im September. Das sind verschiedene Produkte, die ihr auf der Webseite einsehen könnt, also stampinup.at. Die sind jede Woche andere Artikel vergünstigt. Und dann gibt es übrigens auch am 1. Oktober den Weltkartenbasteltag, wo es ein Gratis-Event zum Mitbasteln von Stampin' Up gibt, wo man sich anmelden kann. Und zusätzlich gibt es noch gerade die perfekten Partner, heißen die. Das sind mehrere Stanzformen bzw. Produktpakete, die es eigentlich regulär nicht gibt, sondern nur im September. Also die Stempelsets sind in den aktuellen Katalogen, aber die Stanzformen gibt es normalerweise nicht. Und nur im September könnt ihr die Stanzformen bzw. das Ganze als Produktpakete kaufen. Also schaut euch die Sachen an, es gibt echt tolle Aktionen, kann ich euch nur empfehlen. Gut, dann bis nächsten Dienstag wieder, ich freue mich. Tschüss!